Ja, genau. Jetzt am Wort Elisabeth Kittel von den Grünen aus Wien. Liebe Zuseherin hier und vor den Bildschirmen. Ja, hier in Österreich zu leben, hier geboren zu sein und hier heute, auch ich sage das, im wiedereröffneten Parlament stehen zu dürfen, erfüllt mich mit großer Dankbarkeit und mit großer Demut. Denn Österreich ist ein demokratisches, ein freies und ein sicheres Land mit einem starken Rechtsstaat, mit guten Gesetzen, entsprechenden Sanktionen und demokratischen Kontrollen. Das ist, wie wir schmerzlich gerade in Europa mitbekommen, nicht überall so. Und das müssen wir hochhalten, bewahren und auch weiterentwickeln. Und das tun wir. Gerade beim vorigen Tagesordnungspunkt haben wir einstimmig die unabhängige Kontrollkommission Verfassungsschutz bestätigt. Ein Kontrollorgan, dass das Handeln der Sicherheitspolizei, ein hochsensibler Bereich, darauf prüft, ob es gesetzmäßig und grundrechtskonform durchgeführt wurde. Missstände können damit aufgezeigt und Empfehlungen zu ihrer Behebung ausgesprochen werden, und das öffentlich. Das ist ein ähnliches Instrument wie die Volksanwaltschaft im Bereich der Verwaltung. Und das sind wichtige und gute Instrumente in einem demokratischen Staat, indem die Trennung der Gewalten und Institutionen, deren Kontrolle und die Transparenz wesentliche Voraussetzungen für eine funktionierende Demokratie sind. Mit dem Hinweisgeberinnenschutzgesetz verfolgen wir nun einen ähnlichen Mechanismus. Es geht dieses Mal um die redliche Führung von privaten Unternehmen und solchen, die dem Bund gehören, sowie um den öffentlichen Dienst. Einzelpersonen, wir haben es schon gehört, die Gesetzesverstöße von der öffentlichen Auftragsvergabe über Umweltschutz bis hin zu Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Korruption, also weit mehr eigentlich, als der Kollege vorher genannt hat, in privaten Unternehmen oder im öffentlichen Sektor wahrnehmen und aufzeigen, sogenannte WhistleblowerInnen eben, müssen geschützt werden. Ja, und warum? Auch mein Vorredner hat ihn erwähnt, Julian Assange und Edward Snowden, wir kennen sie, wir kennen ihre Bedeutung für die Allgemeinheit und wir kennen aber auch ihren Leidensweg. Der Schutz der Hinweisgeberinnen ist deswegen besonders wichtig, da sie sich immer mit mächtigen Anliegen und große persönliche oder finanzielle Risiken eingehen, sei es durch Mobbing, Karrierehindernisse, der Verlust des Jobs oder gar Einschüchterungsklagen. Den Hinweisgeberinnen soll aber genau diese Angst genommen werden und eine Meldung soll daher in einfachen Verfahren formlos und anonym eingebracht werden können und die Hinweisgeberinnen sollen weitestmöglich geschützt werden. Und es geht hier nicht um einen Anreiz zur Denunziation.